Und wir haben jetzt wieder Marco Meyer. Please welcome the first country to the stage. Please welcome the girls, Faith Molly and Harmony from England. Wie du es schon angesprochen hast, ein englisches und türkisches Duell. Paige Pauling und Hannah Meek gegen Ciara Gimi und Belline Pelivan. Und danach haben wir, soweit ich das weiß, auch das wieder das Duell Deutschland gegen Niederlande im Doppel bei den Jungen. Mit Alexander Steinmetz und Jurik Hofkens. Nein, es ist England und Deutschland. Ah ja, siehste. Also, irgendwas hatte ich von Niederlande im Kopf, aber dann war ich auf dem falschen Dampfer, könnte man sagen. Ja, ja, Thomas Banks und Archie Self dann gegen Alexander Steinmetz und Jurik Hofkens. Aber erstmal haben wir die Mädchen und soweit ich weiß, Best of Seven. Ja, genau richtig. First of all, Best of Seven. Wie auch schon im Einzel davor bei den Mädchen im Halbfinale. Also. England beginnt also dieses Spiel. Und was für ein Start hier von Paige Pauling. 43. Auch das könnte durchaus eine enge Partie werden, ja. So dass ich es richtig rausbringe. 40. Jetzt ist da eine kurze Pause gewesen. Und Paige Pauling stellt da schon 140 nach 9. Soweit ich weiß, ist sie erst 13 Jahre. Das können wir doch nachschauen. 26. Sehr talentiert, die junge Engländerin. 100. Gibt ja die ein oder andere starke Spielerin aus England, auch im, mit Fallon Sherrock, Bo Greaves, Lisa Ashton. Also da wollen natürlich auch die Mädels auf der Bühne. Beide haben ein Finish. 73, Triple 19 für Hannah Meek. Ah, Triple 13. Oder so, Tops. Nein, müsste 34 gewesen sein. 56. Ach, ja, Triple 11 wäre Tops gewesen. Entschuldigung. 135. Single Bull. Ah, verpasst ist 19. 96 Rest. 76. 17 ist auch undankbar. Doppler zum 1:0. Für die Engländerinnen. Schöner 20-Darter. Gutes erstes Leg.
Und es checkt tatsächlich Page Porn. So, die ist richtig gut in der Partie. Ja. Und auch Pelivan kann da für die Türkinnen ein Triple treffen. Es ist ja dann auch so, dass das jetzt das Leck von Gemi und Pelivan ist. Das heißt, sie wollen nicht das frühe Break kassieren. Stark. Sind damit im eigenen Leg voll auf Kurs. Was kann hier diejenige, ja, Seragemi, die dann nachher noch das Mädchenfinale. Seragemi und Jorik Hofgens sind die beiden, die dann nachher auch noch das Einzelfinale spielen dürfen. Banks, Thomas Banks auch. Also wir haben drei, die beides spielen dürfen. Delta 40 Rest. 151 werden es nicht werden. Und jetzt die Chance für Gemi zum 19 Data. Es wird der 20-Data. Alles in der Reihe. Und das ist okay, das ist gut. 75 und 85 der Average. Ja, beide kommen wieder gut ins Lenk rein. Du hast nicht ganz recht. 15. März 2008 ist Paige Pauling geboren. Das heißt 15 Jahre alt. Danke, Kevin, für die Ausbesserung. Alles gut. Spielt auch erst seit 2020. Ja, vielleicht mit Corona. Da ja. Bist du. Triple 19, Doppel 20. Verpasst sie da. Starke Aufnahme macht er nochmal ordentlich Druck. Doppel 20. Oh, muss da umbauen. Single 17, auch die wollte sie nicht. Da bleibt Doppel 9. 7 Rest. Der ist ja komplett ja. Abgerissen. Doppel 16. Die Chance zum Break für Pelivan. 18 Data. Sehr, sehr gutes Spiel bisher hin. Von beiden Teams. Jetzt muss was kommen. Aber das ist gar nicht gut. Und obwohl es noch kein großes Triple gegeben hat und immer noch nicht für das türkische Doppel
Also es ist durchaus möglich, dass auch die türkischen Mädels da diesen Gesamtsieg einfahren werden. Das wäre mal ein Ausrufezeichen. Über die beiden Bewerber gesehen, sowohl im Einzel als auch im Doppel, im Finale und im Einzel auch Pelivan im Viertelfinale gewesen. Also das sieht schon ziemlich gut aus. Der weiß, was noch alles kommt. Aber Und jetzt mal der Antwort. der letzte rutscht jetzt zwar eine Single 1, aber eine starke Aufnahme. 16. Übrigens Marco Meyer wieder der Caller. Gut, jetzt kommen Sie besser rein in dieses Leg, haben die Kontrolle übernommen, sind auf Rebreak-Kurs. 16. Englisch Rekord 104. 104. 84, 64. 56. Jetzt da gut Jennifer stellen, 48, das ist 114. okay. 140. Jetzt sie nicht vom Board räumen. 100. Aber stark gestellt. 48. Behind a make. Doppel 20. Doppel 10. 28. Ah, verpasst sie. Und das kann jetzt richtig bitter werden. 14. Gemi, die hat vorhin 15 Matchstarts im Einzel gebraucht, 16. Da hören wir wieder das. Doppelzehn. Und Das es macht sich. klappt. Was für ein Leck konzentriert sich dann nochmal? Das scheint so ihre Sache zu sein. Dieses nochmal durchatmen, nochmal neu sammeln. Diesmal funktioniert's. Macht auch Dimitri Vandenberg ziemlich gerne und oft. Nochmal durchatmen, mal neu konzentrieren. Also, jetzt das Ziel für Paige Pauling und Hannah Meek eigentlich sich absetzen und den 16. Service halten. Aber der Vorsprung schrumpft gerade. Guter letzter Dart. Die Engländerinnen jetzt schon unter Zugzwang. Jetzt vielleicht weit in den Finishbereich runter. Ja, das sieht gut aus. Ja, das macht sie gut. Nach 15 auf Finish. 24. English Record 114. Wir haben da noch Zeit für die 114. Ja, am liebsten gleich. Triple 18. Ja, verpasst sie. 76 Rest. Gerade bleiben. 59. Exakt. 14. Das sieht nicht English nach einem Finish Record aus. 15. Nein, das sind mindestens 6 Darts. 15 Tops. Tops. Ah, 20 über, aber jetzt nochmal der Angriff von Gemi. 100. English Record 20. Doppel 10. Doppel 5.
Einer noch. Und das funktioniert. Also, es ist zumindest der Hold. Und jetzt am liebsten aus englischer Sicht das Rebreak. Aber das macht Gemi gut. Starke Darts, was für eine Antwort. Die geben sich hier noch nicht geschlagen. Es geht ja immerhin um den Europameistertitel der Mädchen im Doppel. 16. Ah, jetzt ein kleiner Fehler. Das macht die Ausgangsposition wieder ein bisschen schwieriger. Guter letzter Dart jetzt von Pelivan. Herr Mick. Auch sie mit dem letzten Dart in der Triple 20. 214. 66. Finish ist da. Jetzt vielleicht noch Triple, nein. 149, schwierig. Triple 20. Triple 19. Ah, schade. Beim 70. Triple 18 oder Triple 10? Auf der Uhr. Was spielt sie an? 130. Triple 18, oh, stark von ihr. Diese 120 müssen es jetzt schon fast sein. Triple 20 braucht sie jetzt. Verpasst sie, 95 Rest. 19 oder Bull? 45. Ah, wollte da noch auf die Triple 20. Gelingt ihr nicht. Und es gibt Championship Darts. Doppel 8. Sera Gemi. Und das ist es! Das war deutlicher als gedacht. Mit 4-2 gewinnen sie. Pelivan und Gemi sind Europameisterinnen nach dem Einzeltitel für wer war das 2017? Ja, ist egal. Emile Dursun gibt es jetzt auch den Titel im Doppel. Wir machen jetzt weiter mit einem Siegerinterview. Bis gleich. But your Europe Cup Youth Girls Pair Champion, the girls from Turkey, Sera Gemi and Berna Pelivan.